Dieses Buch ist schon etwas älter, 2014, also 10 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob das die erste Auflage ist. Habe ich jetzt nicht geguckt. Jedenfalls macht es total Mut, weil es, ich sage erstmal, wie es heißt, was soll aus diesem Kind bloß werden? Und zwar sind da Lebensläufe von jungen Menschen drin mit Down-Syndrom. Nachwort gibt es noch. Etwas von Cora Halder, die Gründerin des Down-Syndrom-Info-Centers. Und hier zum Beispiel ist die erste Geschichte von 7. Warum bekommt Anita immer, was sie will? Ja, da werden die Leute vorgestellt. Und sie ist seit 2004 Helferin im Kindergarten. Also das ist gar keine neue Entwicklung. Manche Kindergärten und Institutionen haben sich das auch schon früher getraut. Man muss es einfach nur machen, ja? Und das sind dann halt die Geschichten dazu. Ich lese euch noch den Klappentext auf der Rückseite vor. Was soll aus diesem Kind bloß werden? Vielen Eltern hat diese Frage schon schlaflose Nächte bereitet. Manchen gleich auf der Entbindungsstation nach dem zweiten Blick auf ihr Baby. Besser aus dem Kind noch werden. Mein Tipp für heute. Auch aus dem Neufeld Verlag, ne?